Vielen Dank an den Webmontag, dass wir heute oder ich heute wieder hier sein kann bei euch, um etwas zum Thema Social Media zu sagen, wie es bei der Stadt Frankfurt umgesetzt wird. Wieder, weil ich ja Anfang des Jahres zum ersten Webmontag schon mal die Gelegenheit hatte. Da hatte ich damals den Social Media Newsroom vorgestellt. Auch den habe ich heute noch mit im Gepäck. Allerdings wird der nur eine Nebenrolle spielen. Es soll mehr um unseren Ansatz gehen, um unsere Social Media Arbeit und vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Blick hinter die Kulisse geben. Es ist gesagt worden, ich bin der Daniel Grebe. Ich mache den Job des Social Media Redakteurs bei der Stadt, also für die zentralstädtischen Social Media Auftritte, die ich euch auch gleich nochmal näher bringen werde. Diesen Job mache ich jetzt seit 4 Jahren, mittlerweile im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing. Und hier mal so ein kleiner Überblick, das ist natürlich nicht ganzheitlich, aber was so die zentralen Punkte meiner Arbeit sind. Natürlich die Betreuung der verschiedenen Social-Media-Auftritte, dazu später mehr, auch an Beispielen. Da ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer gerne hervorhebe, weil das für uns als Stadt Frankfurt über diese Kanäle, denke ich, wirklich neu oder, naja, so neu nicht mehr, aber eine Besonderheit nach wie vor ist. Die Bürgerkommunikation, was aber tatsächlich auch einen sehr großen Anteil meiner Arbeit ausmacht, ist die interne Kommunikation. Und darauf würde ich gerne näher eingehen. Es geht dabei vor allen Dingen darum, Verständnis zu schaffen. Denn auch wenn wir damals 2013 alle darüber gelacht haben, Neuland, ihr erinnert euch alle, denke ich, an die Rede von der Bundeskanzlerin, die ja auch für Aufruhr unter dem Hashtag Neuland gesorgt hat. Und ich finde nach wie vor auch, dass das, so wie sie es damals gesagt hat, nicht sinnvoll gewesen ist. Aber meiner Erfahrung nach, durch den Austausch in vielen Beratungsgesprächen mit Ämtern, Dezernaten, Kolleginnen und Kollegen bei der Stadt ist es de facto immer noch Neuland. Ich habe heute erst ein Telefonat gehabt mit der Kollegin. Ich werde nicht sagen, welches Dezernat das war. Da haben wir einen Facebook-Post nachbesprochen miteinander. Und die hat sich auch mit mir bedankt und meinte, ja, vielen Dank, Herr Grebe. Für uns ist das ja alles noch nach wie vor Neuland. Und das beschreibt eigentlich auch ganz gut das Setting, in dem man sich im Bereich interne Kommunikation, wenn man im Bereich Social Media was aufbauen will, bewegt. Das sind jetzt mal so ein paar Kommentare, die einem oder die mir in den letzten 4 Jahren so entgegengeschlagen sind von Kollegen, wenn man das Thema Social Media als möglichen Kommunikationskanal vorgeschlagen hat. Kann man sich in Ruhe mal anschauen. Das Ganze ist teilweise sehr emotional auch. Es hat auch ein bisschen was natürlich mit einem Generationsunterschied zu tun. Das Thema Digital Divide ist bei uns auch allgegenwärtig. Es ist nicht so, dass alle Älteren da skeptisch gegenüber sind, aber man kann schon sagen, dass dort eine vermehrte Skepsis gegenüber dem Thema Social Media immer noch herrscht. Was teilweise auch sehr gut begründet ist. Also ich denke, wir als Stadt Frankfurt haben in bestimmten Bereichen einfach nochmal eine besondere Verantwortung. Deswegen ist hier auch in dieser Tech Cloud das Schlagwort Datenschutz sehr stark hervorgehoben. Also es macht keinen Sinn, Social Media übers Knie zu brechen, ohne dabei zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten mitzunehmen, der auch ein ganz klares, aus seiner Wissenskultur heraus, ein ganz klares Bedürfnis hat. Und das muss man berücksichtigen, das muss man mitnehmen, wenn man Dinge umsetzen will. Und das haben wir in den letzten 4 Jahren auch getan. Nichtsdestotrotz, und das versuchen wir in den Beratungsgesprächen, versuche ich in den Beratungsgesprächen auch immer zu vermitteln, geht es aber darum, den Kollegen klarzumachen, dass die schöne alte Kommunikationswelt, so wie wir sie über Jahrzehnte lang gelebt haben, nicht mehr funktioniert. Nämlich, dass wir als Stadt Frankfurt unsere Botschaften über Pressemitteilungen, Pressegespräche an die Gatekeeper, also Zeitungsredaktionen, Fernsehen, TV, Radio weitergeben, die darüber entscheiden, ob sie es an ihre Leserschaft weitergeben und wir eigentlich nur darüber die Möglichkeit haben, wirklich Menschen in Masse zu erreichen mit unseren Nachrichten. Es ist vielmehr viel komplizierter geworden. Das sind jetzt 2 Folien, auch die ich immer wieder präsentiere, um den Kollegen klarzumachen, dass es viel komplexer geworden ist. Durch die sozialen Medien haben wir einfach die Möglichkeit, uns viel direkter, also links sieht man diesen Pfeil, und rechts auch an den Gatekeepern vorbei zu kommunizieren. Wir können unsere Botschaften viel direkter en masse, also Many-to-Many-Communication, weitergeben. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wir dafür mit der Herausforderung, ist aber auch eine Chance, klarkommen müssen, dass die Leute sich eben auch selbst organisieren über soziale Medien, selbst eine Facebook-Gruppe gründen und uns dann in Form von Bürgerinitiativen auch mit ihren Wünschen, Gedanken
konfrontieren und damit müssen wir umgehen. Und diese Veränderung, wie sich Kommunikation neu gestaltet, ihr kennt das, denke ich, alle, aber das habe ich eben immer im Petto dabei in meinen Vorträgen, äußert sich eben daran, dass die tägliche Nutzungsdauer laut Studien ARD, ZDF zum Beispiel immer stärker ansteigt. Bei den 14- bis 29-Jährigen knapp 4 Stunden ist jeder Durchschnittsdeutscher inzwischen im Internet aktiv und wir können ihn dort abholen, erreichen, gerade über Social Media. Und dann, was eben jahrelang immer unsere Kommunikation zentral bestimmt hat, nämlich die Verbreitung unserer Nachrichten über Zeitungen. Wenn man sich anschaut, wie die tägliche Auflage der Rhein-Main-Media, also FNP, FAZ, Frankfurter Rundschau, sich entwickelt hat in den letzten Jahren, dann sind das klare Botschaften. Und ich glaube auch, dass der Bereich E-Paper oder der Bereich Nachrichten über Social Web von diesen Zeitungen auszuspielen, das bei Weitem nicht aufhängt. Ganz spannend fand ich dann eben auch, dass Social Media im letzten Jahr in der Studie von der Reuters Institute Digital News Survey als inzwischen drittbeliebteste Informationsquelle der Deutschen angegeben wurde, noch vor den gedruckten Zeitungen. Und das ist wirklich eine Zäsur, mit der man umgehen muss. Unser Vorteil bei der Stadt Frankfurt ist, dass wir relativ früh mit Social Media begonnen haben, damals ja, von heute auf morgen, über Nacht quasi, der Wunsch entstanden ist, Social Media zu machen. 2009 ist das gewesen. Zunächst Twitter, anschließend wenig später Facebook, YouTube. Später haben wir uns auch nochmal auf Google Plus ausprobiert, haben wir inzwischen aber eingestellt. Da mussten wir einfach feststellen, dass der Input-Output für uns nicht lohnenswert gewesen ist. Es ist gut gewesen, so früh dabei gewesen zu sein, aber wir haben, also woran ich in den letzten 4 Jahren sehr stark gearbeitet habe, war das wirklich auch strategisch zu verankern. Weil nur mit dabei sein, machen, tun, ist ein guter Schritt, kann aber auch aktionistisch sein, wenn man es nicht schafft, das in eine ganzheitliche Kommunikation einzubinden. Und das ist nach wie vor, trotz aller Bemühungen, auch in vielen verschiedenen Ämtern, Historisches Museum ist auch ein gutes Beispiel, denke ich, vorhin gewesen, immer noch eine Herausforderung für uns. Es hat sich aber trotzdem einiges getan. Wir haben inzwischen ca. 100 Social-Media-Angebote städtischerseits betreut von Ämtern, Betrieben und Museen. Die haben wir auch auf frankfurt.de im Social-Media-Register mal aufgelistet. Neu hinzugekommen, die Mainova zum Beispiel. Oder seit kurzem Institut für Stadtgeschichte, seit Ende letzter Woche sogar die Kita Frankfurt, die eine eigene Facebook-Seite betreut bei einem Thema, was bestimmt nicht unumstritten ist, wo es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die vielleicht auch Kritik an dem Angebot äußern werden. Und ich kann auch dazu sagen, dass die Facebook-Seite von der Kita Frankfurt, die es jetzt neu gibt, es hat mehrere Monate tatsächlich gedauert, bis die an den Start gehen konnte. Ja, was natürlich ganz wichtig für uns gewesen ist, im Rahmen dieser strategischen Verankerung, von der ich gesprochen habe, sind die Social Media Guidelines, die wir vor 2,5 Jahren eingeführt haben. Wir haben eine Social Media Strategie geschrieben, die uns einfach enorm dabei hilft, dass niemand mehr um die Ecke kommt und sagt, ja, was macht denn ihr da für einen spinnerten Kram? Es ist immer noch so, dass gegenüber dem Thema Social Media diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten viele Vorbehalte herrschen. Da muss man sich schützen, indem man beweisen, belegen kann, dass man sich was dabei gedacht hat. Zielsetzungen, das sind sehr klassische Zielsetzungen, vielleicht nicht so was Neues für euch hier in der Runde, aber natürlich wollen wir über unsere Social Media Arbeit das Image der Stadt Frankfurt generell prägen. Wir wollen aber auch das Image der Stadtverwaltung, wenn man mal die typischen Touchpoints mit Behörden sich anschaut, dann ist es ja häufig sehr ja, behördlich von oben herab. Bei uns kann man sehr niedrigschwellig kommunizieren. Wir schreiben unsere Posts so, wie wir uns auch mit Menschen normal unterhalten. Wir versuchen darüber natürlich städtische Angebote bekannter zu machen durch die Bank. Also das ganze Spektrum, was es bei der Stadt Frankfurt gibt, werdet ihr hin und wieder auch auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter wiederfinden. Bürgerkommunikation, klar, Social Media ist keine One-Way-Communication, sondern es kommt auch sehr viel an Serviceanfragen auf uns zu. Darauf gehen wir ein. Issue Management, wenn es darum geht, Themen auch mal längerfristig im Blick zu behalten, dafür lässt sich Social Media natürlich auch gut nutzen. Wir sind Trafficbringer für Frankfurt.de und zwar nicht unwesentlich. Wir sind mit der Facebook-Seite der wichtigste Trafficbringer, abgesehen natürlich von den Suchmaschinen. Und natürlich ist Social Media, wenn wir direkt mit 206.000 Menschen auf Facebook, natürlich erreichen wir nicht alle pro Post, klar,
aber potenziell mit dieser Reichweite spielen können, dann ist es auch ein wichtiges Tool. Bei Twitter sind es übrigens 160.000, ein wichtiges Tool der Krisenkommunikation. Auch das muss aber erstmal verankert werden. Unsere Facebook-Seite, Frankfurt erleben, ist da so das Motto. Da arbeiten wir natürlich sehr Facebook-like mit Bildern, Geschichten, Storytelling. User-generated Content spielt eine große Rolle. Bürgerkommunikation, Trafficbringer, das habe ich angesprochen. Unsere Twitter-Seite ist eher unter dem Motto Frankfurt informativ einzuordnen. Da geht es um schnelle Informationen. Da, wo wir auch mal schnell die Pressemitteilung möglichst nah an dem eigentlichen Veröffentlichungszeitpunkt posten. Bürgerservice, also die vielen Serviceanfragen, die uns erreichen, da habe ich auch gleich noch ein paar Zahlen zu, laufen vor allem auf Twitter ein. Genau. Auch den YouTube-Kanal mag ich nicht vergessen. 1600 Abonnenten mittlerweile. Da geht es natürlich sehr stark über das Filmmaterial auch Image zu generieren für die Stadt. Da hervorzuheben, merkt euch mal die Frankfurt Insights-Serie. Das sind wirklich tolle Filme. Wer sie noch nicht kennt, auf YouTube vorbeischauen. Die machen wirklich ein tolles, sehr authentisches Bild von Frankfurt. Und darum geht es auch in unseren Postings auf Facebook und Twitter. Wenn wir die User informieren wollen, was es Aktuelles gibt, ob es die Renovierung, Sanierung des Grüneburgsparks ist oder eine neue Verkehrslinie wie die Linie 17, dann hat es einfach sehr viele Berührungspunkte und die Leute würden gerne wissen, was sich da aktuell tut, was sich da entwickelt. Darüber versuchen wir zu informieren. Auch über die Weihnachtsaktion unseres Kinderbüros, links im Bild, da erklären wir, wie kann man da mitmachen, wie kann man sich für Kinder einsetzen, die vielleicht nicht so viele Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum haben, wie es bei anderen der Fall ist. Auch die Altstadt natürlich ist ein fortlaufendes Schwerpunktthema bei uns. Es sind einfach Leuchtturmprojekte, vielleicht sogar Jahrhundertprojekte für Frankfurt. Das springe ich jetzt mal drüber, um ein bisschen Zeit zu sparen. Informieren ist das eine und diskutieren ist das andere. Wir wollen die Themen bewusst setzen, um Feedback von den Leuten zu holen und ihnen das ehrliche Gefühl zu vermitteln. Wir wollen mit euch in den Dialog einsteigen. Und da kommt es natürlich zugute, dass inzwischen so viele Kollegen in Social Media schon aktiv sind. Wenn wir über das Historische Museum, was damals 2014 Richtfest gefeiert hat, einen Post machen, wo natürlich viele kritische Kommentare reinkommen, weil man nur den Rohbau sieht, nur eine Betonkonstrukt. Und die Leute fragen dann, ja, seid ihr bescheuert? Ihr habt gerade das alte brutalistische Gebäude abgerissen, jetzt baut ihr den neuen Betonklotz dahin. Dann können wir mit dem Historischen Museum in den Dialog einsteigen und das vermitteln, also auch für Transparenz sorgen. Warum hat das Gebäude diese Gestalt? Welche Funktion steckt da vielleicht dahinter? Wir können mit den Leuten aber auch darüber diskutieren, dass die Vermüllung in Frankfurt, was wirklich ein Problem immer stärker geworden ist, auch für uns ein Problem darstellt und wollen das gerne denen an Zahlen auch belegen, was das auch alles kostet. Und wir schauen nicht davor, Bebauungspläne zu diskutieren mit den Leuten. Warum auch nicht? Ich meine, das finden Informationsveranstaltungen statt zum Ernst-May-Viertel. Da gehen wir auch auf Facebook mal rein in die Geschichte. Das kostet eigentlich auch eine große, große Vorbereitung, ein großes Briefing. Das muss eng abgestimmt werden mit den jeweiligen Kollegen in dem Planungsamt oder Dezernat, weil wir natürlich da ein Wespennest auch reinstechen. Ähnlich wie bei der Galopprennbahn, könnt ihr euch vorstellen. Das war ein heißes Thema. Und der Post rechts zur Galopprennbahn, der hat insgesamt in Bearbeitungszeit 6 Stunden gekostet. Da waren auch innerhalb von einer halben Stunde 600 Kommentare da. Und das muss man dann beantworten und mit umgehen. Ich springe noch mal ein bisschen, weil wir ansonsten ein bisschen Zeitprobleme bekommen. Ja, unsere wichtigsten Imageträger. Uns ist sehr wichtig, ein authentisches Bild von Frankfurt zu zeigen, uns auch einzuordnen in der Community. Wir machen Community Management. Das heißt, es bringt nichts, jetzt nur zu sagen, haha, wir sind Stadt Frankfurt, wir sind so toll, eure Stadtverwaltung, liebe Grüße. Sondern wir müssen auch wirklich die Leute mitnehmen, die Frankfurt prägen. Ob das jetzt wie rechts im Bild Startups sind, die im Gründerkreis entgegenfiebern, weil sie nominiert wurden, oder links unten das Mein Apple Haus zur Kälterzeit. Das ist uns ganz wichtig, dieses ehrliche Bild von Frankfurt zu zeigen. Da springe ich auch mal drüber. User-generated Content, ich habe es angesprochen. Wenn wir etwas Originelles bekommen, zugespielt bekommen, dann posten wir das gerne auch auf unserer Facebook-Seite oder Twitter-Account. Bestes Beispiel dafür ist der Fanfood-Wettbewerb, der jetzt schon seit Jahren läuft und immer noch sehr erfolgreich ist. Ein tolles Format für uns. Viele Fotografen lieben Frankfurt, machen tolle Bilder dazu. Und das Gewinnerbild, was die Community bestimmt, erscheint dann auch auf den Infoscreens der Ströer GmbH an U- und S-Bahn-Stationen in Frankfurt. Ja, Evaluation, das mache ich ganz schnell. Wie gesagt, wir haben 2015 mal eine Evaluation gemacht. Wie gesagt, 206.000 Fans auf Facebook.
Die durchschnittliche Reichweite pro Post liegt bei uns bei 35.000 Endgeräten. Das ist organisch, das heißt, wir haben bis jetzt noch keinen Pfennig in Promoted Posts investiert. Kann man auch anders sehen, kann man anders machen, aber uns war immer der Dialog im Kern wichtig und nicht unbedingt so sehr das Wachstum. Das war das Ziel. Netto-Reichweite ca. 660.000 Endgeräte pro Woche. Ich bin damit recht zufrieden. Vor allem, wenn man weiß, dass pro Post immer so ca. 10%, 16%, da gibt es unterschiedliche Zahlen auf Facebook, von der Community erreicht werden. Twitter 160.000 Follower, Brutto-Reichweite 270.000 Endgeräte pro Monat. Auch eine Zahl, mit der ich gut leben kann. Die große Herausforderung ist bei uns sicherlich im Bereich Service auf alles einzugehen, was da so kommt. Das ist jetzt mal nur so ein paar Tweets, die in einer Woche mal uns begleitet haben. Es ist durch die Bank alles, was uns erreicht. Alles, alles, alles. Es gibt nichts, was noch nicht bei uns gewesen ist. Und dementsprechend muss man, ich würde es gerne ein bisschen länger stehen lassen, aber ich komme in Zeitverzug, aber dementsprechend muss man, gerade wenn man nur eine Stelle hat, wir machen Social Media seit 2009 mit einer Stelle, muss man sich ein gutes Netzwerk aufbauen. Der Vorteil für uns ist wiederum, dass wir Social Media aus der Verwaltung heraus machen. Also andere Städte wie Köln, München, Berlin, die haben alles ihre Portalgesellschaften oder ihre Tourismusgesellschaften, die diese Online-Kommunikation ausgelagert haben. Deswegen auch mal ein bisschen weit weg sind vielleicht von der Verwaltung. Wir können das direkt mit den Kollegen besprechen. Die Zahl 28.000 Euro übrigens ist das, was wir ausgegeben haben, und zwar nicht im Jahr, sondern seit 2009 für unsere gesamte Social-Media-Kommunikation. Gesamt. Netzwerk, ich habe gesagt, ohne geht's nicht. Es war ganz wichtig, in den letzten 4 Jahren mit tollen Kollegen, die für Social-Media offen sind, Netzwerke aufzubauen, um eben Rückmeldung für diese eingegangenen Servicefragen zu erhalten. Das ist mal so eine Mindmap, die ich vor ja, angefangen habe, die ist inzwischen noch viel komplexer geworden. Dialogbeispiel, ich bin über der Zeit, ich lasse es mal weg. Schaut einfach mal auf Twitter und Facebook bei uns vorbei. Ihr werdet sehen, dass wir im Grunde alles ernst nehmen. Wir schauen uns alles an, das ist unsere Leitlinie hier. Wir sind da, wir reagieren, wir gehen ein, wir helfen weiter, wir bieten Lösungen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, auch wir werden getrollt, auch wir haben harte Kandidaten, die nicht nachlassen. Da sagen wir auch mal, okay, da ist auch mal eine Strategie, ignorieren. Gern machen wir es nicht, aber manchmal bleibt uns auch nichts anderes übrig. Ja, an Bürgerservice, also an Social Nachrichten, kriegen wir im Monat ca. 2.500 Posts rein, die ich alle sichten muss und dann mir überlegen muss, wie ich darauf eingehe. Bei Fragen gibt es bei uns in der Regel immer eine Antwort. Und dass das ganz gut funktioniert, kann man im städtischen Vergleich sehen. Hier mal ein Benchmark mit München, Hamburg und uns. Wenn ihr euch da mal die roten Klingel anschaut, dann werdet ihr sehen, bei Replies to Users sind wir deutlich weit vorne im Vergleich zu den anderen Städten. Auch die Response Rate ist höher. Und das ist für mich im Kern auch das, worum es bei Social Media geht. Wir können 360-Grad-Videos machen, wir können 360-Grad-Fotos machen, wir können viele tolle Sachen machen, das soll man auch machen, das machen wir auch gerne. Aber wenn im Kern das Produkt Kommunikation nicht stimmt, bin ich skeptisch, ob das wirklich dann bei den Leuten ankommt und für gut befunden wird. Zumindest für unsere Positionierung als Stadt Frankfurt muss Kommunikation im Kern sein. Die Newsroom, ich gehe nicht näher drauf ein, kennt ihr vom letzten Mal, merkt euch nur die URL für die, die es nicht kennen, da fließen alle Postings zusammen unserer verschiedenen Ämter und Betriebe und Museen. Die sieht so aus auf der Desktop-Ansicht. Und das Letzte, dann bin ich jetzt fertig. Morgen oder diese Woche geht hoffentlich eine neue Kooperation an den Start auf Twitter, die ich ganz sinnvoll finde. Eine der meist nachgefragten Themenbereiche ist Verkehr auf Twitter. Und deswegen haben wir uns entschieden, zusammen mit unserer Verkehrsplattform meinziel.de eine Kooperation anzustoßen. Immer wenn eine Baustelle oder eine große Veranstaltung in Frankfurt Verkehrsblockaden nach sich zieht, wird das in Zukunft automatisch, sodass wir auch nicht so viel Arbeit damit haben, weil wir haben einfach keine Zeit mehr dafür, wird das automatisch auf Twitter gepusht. Und ihr habt dadurch auch unter dem Hashtag FFMVerkehr hoffentlich immer mal einen Hinweis, wenn es bei euch in der Ecke irgendwie zu einer Verkehrssperrung kommt. Und dann sage ich jetzt, 20 Minuten, sorry, ein bisschen überzogen, aber ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, weiß nicht, Fragen. Wenn ihr Fragen habt, gerne im Anschluss. Ja, danke euch. Super. Vielen Dank, Daniel.